Die Bayreuther Festspiele beginnen morgen am 25. Juli. Den schönsten Tag ihres Lebens wünschen sich Braut und Bräutigam, wenn sie den Bund fürs Leben eingehen und Ja sagen. Damit er nicht nur schön, sondern perfekt wird, leisten sich manche eine Hochzeitsplanerin. Solche Weddingpläner halten den Verliebten den Rücken frei und sorgen dafür, dass alles wie am Schnürchen läuft. Ja, und auch von uns alles Liebe und herzlichen Glückwunsch. Und wir schauen jetzt noch mal auf die Nachrichten. Kurz und knapp der Überblick. Und jetzt nehmen wir Sie mit auf eine ganz besondere Reise, die ich selber erleben durfte. Gar nicht weit von hier und doch so unglaublich spannend. Flusswandern auf der Pegnitz. Vom Wasser aus die Welt zu entdecken, ist eine der schönsten Arten, alles um einen herum zu vergessen und zu entschleunigen. Ich sag nur eins. Paddeln macht Sinn. So ein Schneepanorama hat schon was, oder? Aber wie lange wird es noch so viel Schnee in Franken geben? Hallo und herzlich willkommen. Das Team der Frankenschau wünscht Ihnen ein gesundes und wundervolles neues Jahr. Haben Sie gute Vorsätze für 2023? Vielleicht weniger Plastikmüll produzieren, reparieren statt wegwerfen, eine Ernährung, die unserem Körper gut tut und die Natur schont, kurzum einen nachhaltigen Lebensstil pflegen? Hier unsere Themen. Klasse. Und Michael Lemmer hat übrigens das fehlende Ersatzteil für das Klavier auftreiben können. Für schlappe 1,29 Euro. Es war ein heißer und trockener Sommer. Für viele Landwirte bedeutete das eine schlechte Ernte. Anders war es bei einem Biolandwirt aus Werneck in Unterfranken. Er hat vorsorglich schon einmal umgedacht und experimentiert mit Hülsenfrüchten, die mit Hitze gut zurechtkommen. Mit der Wiederentdeckung einer ganz besonderen Feldfrucht könnte er ins Schwarze getroffen haben. Am kommenden Wochenende läuft im BR Fernsehen wieder die närrische Weinprobe. Und nicht nur für das Publikum gehören da bunte Kostüme einfach dazu. Auch die Künstler lassen sich immer wieder neue Verkleidungen einfallen. Das heißt aber nicht, dass sie die alten nicht mehr gebrauchen können. Das war die Frankenschau. Starten Sie gestärkt und mit neuen Ideen in die Woche. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, kommenden Sonntag wieder, wie gewohnt, um 17:45 zu Ihrer Frankenschau. Ade. Ja, und alles zu diesem und unseren anderen Themen finden Sie übrigens auch bei uns auf der Homepage. Vielleicht sehen Sie nach dem nächsten Beitrag Autobahnböschungen und Grünstreifen mit anderen Augen. Denn immer mehr Landschaftsgärtner und Straßenbauämter setzen beim Begrünen auf heimische Wildpflanzen. Deren Saatgut zu gewinnen ist richtig aufwendig. In Unterfranken nahe Miltenberg wird Saatgut für ganz Deutschland produziert. Eine ganze Stadt begibt sich auf Zeitreise. Das passiert, wenn Altdorf seine Wallenstein-Festspiele feiert. Am 24. Juni ist es wieder soweit. Dann entführen Musketiere und Marketenderinnen in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. In unserem Archiv haben wir dazu einen Schatz entdeckt. Einen Stummfilm von den Festspielen aus dem Jahr 1925, nachvertont von Egon Helmhagen, dem fränkischen Funkplauderer, eine der hier bekanntesten Stimmen. Und jetzt schauen wir noch mal auf die Nachrichten der Woche, für Sie zusammengefasst. Gold, glamourös und faszinierend. Schon vor 5000 Jahren schlugen die Ägypter das edle Metall so dünn, dass sie damit zum Beispiel Sarkophage und Mumien vergolden konnten. In Europa machten die Römer die Herstellung des Blattgoldes bekannt. Ein Ort in Mittelfranken steht seit dem 16. Jahrhundert für dieses besondere Handwerk, Schwabach. Und dort leben drei Frauen, die sich dem Gold verschrieben haben. Ein Landwirt findet auf seinem Acker einen alten goldenen Ring. Eine Hauserbin entdeckt in einer Schreibtischschublade eine alte Taschenuhr. Sind die Dinge wertvoll? Kunst ist von Krempel oft schwer zu unterscheiden. Mit der gleichnamigen Kultsendung hilft der BR seit fast 40 Jahren Menschen bei der Suche nach Klarheit. Dieses Mal in Coburg. Ja, und ausgestrahlt wird die Sendung Kunst und Krempel aus Coburg am 25. Juni hier im BR Fernsehen. Und das war die Frankenschau. Heute nehmen wir Sie mit in den Rosengarten von Bamberg. Genießen Sie die Blütenpracht. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, kommenden Sonntag wieder hier zu Ihrer Frankenschau. Ade. Hallo und herzlich willkommen zur Frankenschau. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
Ein ergreifendes Thema in dieser Woche, der Abschied von Barbara Stamm. Und wir haben natürlich noch mehr aus Franken für Sie. Die Franken hat so viele Facetten. Dialekt, Essen, Brauchtum. Noch längst ist nicht alles erforscht. Die Universitäten Bamberg und Bayreuth haben es sich zur Aufgabe gemacht, Franken in seiner ganzen Schönheit darzustellen. Gemeinsam erforschen sie fränkische Landesgeschichte und arbeiten dafür an einem eigenen Institut. Forschen im Schloss, das ist schon was Besonderes. Der Markt Turnau im Landkreis Kulmbach ist ja bekannt für seine Töpfereien. 5 gibt es heute noch dort. Und schon im 16. Jahrhundert wurde ein Töpfer dort urkundlich erwähnt. Wesentlich älter, aber Auswärtigen oft unbekannt, ist das Schloss im Ortskern. Eine der größten Anlagen in Nordbayern. Herr Franken hat ja so viele schöne Schlösser. Hinter den Mauern von Schloss Ehrenburg in Coburg schlummert ein Schatz, der Kinderaugen zum Leuchten bringt. Ein Sammler hat der Landesbibliothek viele historische Kinderbücher geschenkt. Mit dem Hinweis, dass die Übernahme der mehr als 1600 Exemplare wirklich mit viel Arbeit verbunden sein wird. Ursprünglich stammt die Kiwibeere aus Südostasien. Manchen ist sie vielleicht auch unter dem Namen Mini-Kiwi oder Trauben-Kiwi bekannt. Aktuell wird sie vor allem in Spanien, Portugal, Frankreich und Polen angebaut. Aber die Kiwibeere erobert nach und nach auch Deutschland. Sie wächst sogar im Landkreis Kitzingen. Oft braucht eine Speise nur eine Prise von einem bestimmten Gewürz und schon bekommt sie eine ganz eigene Note. Im Mittelalter war Nürnberg ein bedeutender Umschlagplatz für Gewürze. Hier wurde gehandelt und begutachtet. Damals ging es vor allem um Safran, Pfeffer und andere wertvolle Spezereien. Heute noch importiert und verarbeitet ein familiengeführter mittelständischer Betrieb Gewürze aus der ganzen Welt. Ja, und vielleicht auch mal schön zusammen kocht und gemeinsam isst. Für unsere Frankenschauköchin Ipek gehören da natürlich ganz leckere Rezepte dazu. Und das Ganze drumherum sollte einfach passen. Pflanzen, Gießen, Ernten, all das ist im Alter oft immer schwerer zu bewältigen. Wie lässt sich ein schöner Garten so gestalten, dass er auch Älteren nicht über den Kopf wächst? Immer am letzten Augustwochenende steigt die Sandkerwa. Mit 3 Schlägen hat Bambergs Oberbürgermeister diesmal das erste Fass angestochen und damit das beliebte Volksfest eröffnet. 2-mal musste es ausfallen. Nun hoffen die Feierlustigen, dass die Organisatoren nichts verlernt haben. 1951 wurde zum ersten Mal im Sand in Bamberg gefeiert. Wir haben Bilder für Sie aus den 60er Jahren gefunden. Eine Zeitreise. Der Oktober neigt sich dem Ende zu. Die Schulkinder freuen sich. Morgen heißt es für die meisten ausschlafen und spielen ohne Ende. Es sind Herbstferien. Und der Herbst zeigt sich ja momentan von seiner schönsten Seite. Hallo und herzlich willkommen zu Frankenschau. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das sind unsere Themen im Überblick. Arbeit, die die Häftlinge tagsüber erledigen können. Hinter vergitterten Fenstern sitzen derzeit auch 900 Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Nürnberg. Die dürfen zum Beispiel in der Gefängnisschneiderei Dienst tun. Und da hat eine Frau das Sagen. Der Ringpark ist die grüne Lunge Würzburgs. Die fast 30 Hektar große Fläche wurde von dem schwedischen Gartenbauarchitekten Jöns Persson Lindahl im 19. Jahrhundert rund um die Altstadt angelegt. Und Matthias Heuer bietet nach Anmeldung auch Führungen für Gruppen durch seinen Ahorngarten im Landkreis Hof an. Und wir nehmen Sie jetzt noch mit in einen anderen Garten, auf den Bamberger Domberg. Dort oben über den Dächern der Stadt finden Sie den historischen Rosengarten. Da blühen gerade noch die letzten Rosen. Mit diesen Bildern starten Sie hoffentlich gut in den November. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, kommenden Sonntag wieder zur Frankenschau, wie immer um 17:45. Ein Blick nach draußen zeigt, es grünt und blüht gerade so richtig schön. Auch im Stadtpark in Fürth. Da kümmern sich zahlreiche fleißige Hände darum, dass jede Blüte und jeder Baum richtig in Szene gesetzt wird. Und für ihr Engagement hat die Vereinsgemeinschaft jetzt sogar den Bürgerpreis des Bayerischen Landtags gewonnen. Ja, und wir reisen weiter in die Vergangenheit, in die 1950er und 60er Jahre. Brotbacken anno dazumal.
Und das ganz ohne die Hilfe von Maschinen. Da war Handarbeit angesagt. Hier wieder ein Schatz aus unserem Archiv.